Guten Tag und herzlich willkommen beim 101, dem Expertengespräch von Mein Geld TV auf dem 12. Financial Planner Forum in Berlin. Ich begrüße heute ganz herzlich Herrn Hans-Jörg Naumer. Er ist Leiter der Kapitalmarktanalyse bei Allianz Global Investors. Guten Tag, Herr Naumer. Tag, Frau Hegewald. Herr Naumer, was sind die drei großen Treiber der Kapitalanlage in 2017? Also ich sehe drei Treiber, die alle mit G anfangen praktischerweise. Das ist zum einen die Geopolitik, dann kommt die Geldpolitik und als letztes die globale Konjunkturlage. Die Geopolitik sagt mir, es wird ziemlich volatil an den Märkten. Es gibt viel Spannendes. Wahlen in Europa stehen an. In den USA muss sich zeigen, was der neue Präsident alles machen will. Er hat ja erstmal Vorschusslorbeeren jetzt eingesammelt. Bei der Geldpolitik bleibt das vergleichsweise ruhig, wie wir es kennen. Es gibt sehr, sehr viel Zentralbankliquidität. Alle großen Zentralbanken, inklusive der amerikanischen, sind weiter expansiv unterwegs. Und der dritte Punkt, vielleicht sogar mit der wichtigste, die globale Konjunktur. Sie trägt, fördert die Unternehmensgewinne und das zusammen gibt ein Bild, das mir sagt, 2017 wird es zwar unruhig werden, volatil werden, aber es wird sich lohnen, Risiken einzugehen. Nach Ihrem Ermessen, wie könnten Anleger davon diesem Markt profitieren? Ich kann Ihnen sogar ein paar Tipps geben. Also das erste wäre, wenn das nächste Jahr auch unruhiger wird, aber trotzdem von der Wachstumsseite gut wird, von der Geldpolitik einen Schub erhält, bin ich der Meinung, gehören Aktien ins Portfolio. Dann kann ich natürlich sagen, gut, es geht rauf und runter, klar, aber ich kann mir ja auch ein sogenanntes Multi-Asset-Produkt raussuchen, vielleicht einen Mischfonds, der 30% Aktien mit hat als Quote, da bin ich gut aufgestellt im nächsten Jahr. Wenn ich mir dann noch anschaue, die Misere im Anleihensegment, wo große Bereiche des Staatsanleihenmarktes negative Umlaufrendite haben, sage ich, da muss ich auch etwas tun. Da macht es zum Beispiel Sinn, dass ich die Duration verkürze, also auf kürzere Laufzeiten setze, Unternehmensanleihen beispielsweise beimische und das Ganze vielleicht sogar noch mit einer Währungskomponente versehe, also in den Dollarraum rüber wandere. Hier in Europa gibt es nichts mehr zu verdienen bei Staatsanleihen. Beim Dollar sieht es gut aus. Ich stelle mich auch auf eine leichte Aufwertung des Dollars ein. Also insgesamt über den großen Teich im Anleihensegment und hier im Aktiensegment, so 30% als Maßzahl, sind, glaube ich, ein sehr guter Einstieg. Herzlichen Dank, Herr Naumer, für das Gespräch. Ja, sehr gerne.